So, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute das Ergebnisvideo zur Abstimmung, ob es ein Uploadplan geben wird, ja oder nein. Und ich kann euch jetzt schon mal ganz klar sagen, ja, es wird einen geben. Jetzt möchte ich in diesem Video allerdings noch auf die Kommentare so ein bisschen eingehen, die gefallen sind. Und auch euch nochmal das Ganze grafisch darstellen, wie viele abgestimmt haben, beziehungsweise nein, nicht wie viele, sondern wie viel im Prozent. So, wir schauen uns jetzt aber erstmal das Wichtigste an. Und zwar, ja, das bin ich. und zwar erstmal zu den Aufrufen, fast 50 Klicks. Für meine Verhältnisse gar nicht mal so schlecht. Aber auf jeden Fall vielen lieben Dank auf jeden Fall noch an eure rege Teilnahme. So, der erste Kommentar ist von Gilben98. Also ich finde es so, wie es im Moment ist, in Ordnung. Danke dir für dein Feedback. Also das ist seine Meinung, das finde ich auch ganz okay. Der OmsiFreak schreibt Hashtag ja. Okay. Linux-Umsteiger, ich persönlich mache keinen, das würde mich unnötig unter Druck setzen. Da hat er natürlich, ich verstehe ihn da auch irgendwo komplett, wenn er sagt, das setzt mich unter Druck, das muss auch nicht jeder für sich entscheiden. Allerdings, ich habe lass mich nicht lügen, mal bis Anfang November vorproduziert an Videos, an hauptsächlich OMSI, aber auch ein paar Tutorials und ein paar Grundlagenvideos zu einigen Linux-Systemen. Also von daher habe ich da wirklich... ich glaube, ich habe da doch ein bisschen was im Petto. Also so schnell, unter Druck kann ich mich da, glaube ich, gar nicht setzen, weil ich immer wieder auch neue Sachen mache. Und jetzt werde ich mir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch der Metropole Ruhr kaufen, was ja bald erscheinen wird. Und von daher, da habe ich noch so viel zu fahren und so viele Videos, also von daher, wobei es immer wieder auch mal sein kann, dass ich aufstocken werde, also je nachdem, wie viel ich in der Pipeline habe, kann es auch sein, dass mal 3 Videos in der Woche kommen. Oder 4. Aber das ist eher die Ausnahme. Der BlackTV in Pokémon-Kleidung, in Pokémon-Kleidung, wobei ich habe gerade vergessen, hier dem ein Herz zu geben, sorry. Und der liebe Jan ist ja mittlerweile Stammzuschauer, schreibt, ich wäre für, ja, da ich mir vielleicht für deine Videos auch einen Plan machen kann und kann mich darauf einstellen, ich bin so nicht unter Druck, oh nein, ein Video, leider habe ich jetzt keine Zeit, kann mir auch so passieren, aber man kann, wie gesagt, sich besser darauf einstellen, dennoch muss man sagen, ob du das auch möchtest, ich finde, es liegt ganz persönlich an dir. Du hast ja auch alltäglich Sachen, die du voneinander kriegen musst. Liebe Grüße, Ian. Ja, vielen lieben Dank auch nochmal an dich, Ian, und noch an alle anderen, die kommentiert haben oder noch kommentieren werden. Da hat er recht. Also, das ist so. Ich meine, es ist auf jeden Fall sehr... Ja, man muss alles unter einen Hut kriegen, natürlich. Aber ich sag mal, wenn ich so viel vorproduzierte Videos habe, da... kann ich gar nicht groß in den Zeitdruck geraten, außer wenn ich jetzt am letzten Tag vom letzten Video noch auf Biegen und Brechen wieder ein neues mache und ja, dann natürlich, aber ich mache jedes Wochenende mache ich sicher meine 3-4 Videos und von daher ist es immer so ein schöner Zyklus. Aber euch interessiert ja unter anderem jetzt auch, wie ist die Prozentzahl? Wenn wir hier klicken aufs i, habe ich hier im Punkt, wollt ihr einen Uploadplan? Und da haben wie viele Nein gesagt? Ich klicke jetzt einfach mal kurz, nee, wie viele haben Ja gesagt? 66% und Nein haben 26% gesagt. Also es ist doch ein paar Leute, die teilgenommen haben. Wie gesagt, vielen lieben Dank an die rege Teilnahme, auch in den Kommentaren, auch mit den Daumen und so weiter. Vielen Dank. Das finde ich wirklich klasse. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und... ja, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung sozusagen noch unten in die Kommentare schreiben. Und das nächste Abstimmungsvideo wird auch bald kommen. Genauer gesagt am 15. am Dienstag. Da kommt das Abstimmungsvideo nämlich zum Thema, was wollt ihr im nächsten Livestream sehen. Kurz vorweg, heute um 20 Uhr geht es in OMSI-Livestream. Damit macht vielleicht nochmal ein kurzes gesondertes Video dazu. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, bis dann und tschüss.